Billig-Intro, denn ich hab noch immer keins. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Ort, wo der Sauerstoff nicht mitgeliefert wird. Und wir schauen uns heute hier mal das Endgame in meiner kleinen Siedlung an, die inzwischen 763, das ist echt viel, 763 Zyklen hat. Und damit wir das Ganze nicht übertreiben, habe ich mir einen kleinen Timer gesetzt, weil ich habe eben schon mal so eine Aufnahme gemacht. Und dann habe ich bei 58 Minuten gemerkt, okay, wir machen das nochmal. Aber diesmal ein bisschen knapper und kürzer. Also, ich möchte euch mal kurz meine Besieged Dimension hier vorstellen. Und der Sinn des Ganzen ist, dass vielleicht der ein oder andere Anfänger den ein oder anderen Kniff mitnehmen kann. Und der ein oder andere, ich sag mal, Profi-Gelegenheitsspieler kann vielleicht das Endgame einmal sehen, ne? Von wegen Space und so weiter. Und zum Endgame gehört jetzt zum Beispiel auch so eine Transit-Tube, sehe ich hier gerade, die ganzen Duplikanten schon hervorragend nutzen. Und da habe ich hier so ein kleines System durch meine Kolonie gemacht, aber wir gehen das Ganze mal Stück für Stück durch. Wobei ich jetzt aber auf die Basics so verzichte. Nur das, was ich denke, was man vielleicht wissen sollte. Seht ihr? Seht ihr diese Kunstgalerie, die ich hier hochgezogen habe für die Leute? Also, ja, vielleicht sollten sie ein bisschen mehr Abwechslung bei den Bildern haben, ne? Also nicht, dass ich hier Mono braue oder der Schrei oder die, wie nennen wir sie denn hier, die Duplika Lisa, dass ich sie schlecht finde, aber es wiederholt sich halt, ne? Nein, ich habe hier solche schicken Comfy-Beds gemacht und darunter eine Glasscheibe, sodass jeder sehen kann, wenn er dann rausschaut, wie der andere schläft. Warum auch immer, was ich mir dabei gedacht habe, aber okay. Was ich sagen wollte, also ich habe hier so ein System gemacht, dass die Jungs und Mädels hier sich duschen können. Das ist eigentlich jetzt nicht Endgame, aber ich habe das tatsächlich in vielen meiner Gameplays immer lange rausgezogen. Und eigentlich braucht man dazu kaum Elektrizität und Wasser. Tatsächlich ist ja das meiste hier ständig in den Leitungen und hat Druck sozusagen. Und wenn sie denn mal duschen oder auf Toilette gehen, hier dann wird das eben durch die Leitung geführt. Und meine Basis basiert hier auf diesen beiden großen, Containern oder Bottichen. Der eine ist hier ein bisschen zu voll, aber von hier wird tatsächlich alles gemacht. So, das Erste, was ich zeigen möchte, ist Sauerstoffversorgung mit und Endgame. Das wird ja nicht mehr über den Algengenerator gemacht, sondern über dieses System hier. Also das habe ich mir jetzt von einem Kerl abgeschaut. Der hat sich da eine mechanische Lösung überlegt und die sieht so aus, dass wir hier einen Electrolyzer haben, der hier produziert sozusagen den Sauerstoff und er produziert ja auch noch Wasserstoff und der Wasserstoff sammelt sich ja, weil er leichter ist, hier oben an in dieser Schicht und der Sauerstoff geht nach unten und wird dann in die Siedlung weiter transportiert, aber der Clou ist jetzt bei dieser Lösung, das schauen wir uns mal eben das Gassystem an, dass das ruckelt hier schon ziemlich, ne? Ja, das merke ich auch gerade. Also, dass der Wasserstoff hier erst abtransportiert wird bei einem Druck von 750 Gramm. Vorher pumpt diese Pumpe gar nicht und das ist sehr sauerstoffsparend. Das war ein langer Tag. Sehr energiesparend, ja. Und Energie kommt bei diesem System hier von dem Hydrogen Generator. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass da Wasserstoff im Hintergrund ist. Das ist einfach nur so eine Kühlungsmethode, weil dieser ganze Komplex hier relativ warm wird. Und zum Antrieb des Ganzen habe ich noch das hier gemacht. Also mal kurz zum Abschauen. So sieht das mit der Elektrizität aus, kann man sagen. Also na, so ein Rad, dann das, dann das, dann das. Das funktioniert alles. Und so sieht das aus mit dem, ja, das Wasser geht einfach hier nur in den Electrolyzer rein. Und das mit dem Sauerstoff sieht eben so aus. Und dann habe ich das Ganze mal 3 genommen und habe das sozusagen in ein System gepackt. Ja, das Ganze hat noch so ein paar Ausgänge für die ein oder andere Nebenprojekt. Beispielsweise hier generiere ich Wasserstoff. Also hier habe ich so ein System, hier wird das, sagen wir mal, ein bisschen normal gefiltert und hier geht der Wasserstoff in ein paar große Bereiche und dann können wir gleich das nächste kleine Ding angucken. Hier wird eine Menge Wasserstoff gebunkert, aber auch hier wird, das ist eine Kältekammer, die ich um diesen Anti-Entropy-Thermo-Nullifier gemacht habe und diese Kältekammer hier, sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, als sie es eigentlich ist, die hat eigentlich nur einen einzigen Zweck. Ja, das war so ein kleines Projekt von mir. Diese Kältekammer ist ein vollautomatisiertes System und weil es vollautomatisiert ist, können wir das Ding hier eigentlich auch dicht machen. Ja, das hier war noch so ein Wartungszugang, aber die Luke schließen wir jetzt.
Dieses System basiert darauf, dass einmal am Tag, hier, das ist, wir gehen gleich wieder in den Zyklus ein, einmal am Tag pumpt, oder einmal am Tag gibt es hier dieses, Gott, wie heißen die Dinger denn hier, von dem Shipping-Ding, von diesem Autosweeper, der ist jetzt hier in diesem ganzen Klumpatsch hier drinne. Dieser Autosweeper transportiert einmal am Tag Glas ab. Dieses Glas wird jetzt hier in dieser Kammer hier gekühlt, ja, das Glas wird hier in der Schmiede produziert und einmal am Tag, gleich sehen wir es genau, jetzt einmal wird das Glas hier abtransportiert, in diesen Container geladen, geht hier runter und wird von dort aus dann hier in diesen Container gepackt. Und da habe ich inzwischen 1400 Kilogramm bei 31 Grad gemacht. Und das ist der ganze Sinn dabei, dass das Glas, weil das ja so heiß ist, wenn es produziert wurde, hier 1700 Grad hat das ja. Und da habe ich Probleme gehabt, weil meine Siedlung durch diese Produktion ziemlich aufgeheizt wurde. Und deswegen habe ich mir dieses System überlegt. Kann ich mal kurz zeigen. Hier benutze ich Petroleum als Kältetransportmittel und hier ist so eine Kammer mit diesem Petroleum. Ja, das benutze ich deswegen, man kann auch Öl benutzen, ist eigentlich egal, weil beide haben hier die gleichen Werte bei der Thermalkonduktivität. Und das wäre echt toll, wenn ich die richtigen deutschen Begriffe dafür inzwischen kenne. Aber diese beiden Werte sind eigentlich recht gut für Flüssigkeiten, weil beispielsweise halt Wasser oder was haben wir denn noch hier, haben andere Flüssigkeiten einen schlechteren Wärmeübertragungswert. Dann wird dort die Flüssigkeit aus dieser Kammer abtransportiert und wird hier durch diese Kammer geführt. Hier gibt es eine Wärme ab an alles Mögliche. Einmal an diese Weasworlds und an diesen Thermonuclifier. Wird hier wieder zugeführt, kommt hier wieder raus und so weiter. Energie bei dem ganzen Spaß hier kommt von außerhalb, also das zeige ich euch gleich noch. Aber das ist eigentlich die Idee. Das ist so eine automatisierte Glasproduktion. Und der Joshua hat, glaube ich, hier... kann das jetzt hier produzieren? Nee, ist disabled, sehe ich gerade. Also ich habe das Ganze auch noch an einen Automatismus gekoppelt. Das kann ich mal hier zeigen. Der Automatismus sieht so aus, wenn diese Kammer hier eine gewisse Temperatur hat. Ja, also wenn es über 10 Grad ist, dann kann man hier kein neues Glas herstellen. Und damit verhindere ich, dass das System sich immer weiter aufheizt, weil ich gemerkt habe, dass das hier gar nicht reicht für die Produktion, weil die Duplikanten tatsächlich mehr produzieren wollen als möglich. Aber jetzt ist die Temperatur wieder unter 10 Grad gesunken. Joshua kann das Ganze angehen. Können wir uns mal kurz angucken. Und hier führt eben diese isolierte Pumpe hier hin. Ja, das dauert jetzt ein bisschen Tempo geben. Na? Fertig? Ja. Und wenn wir jetzt hier angucken, hier 1700 Grad und das Petroleum selbst hat ja eine Temperatur von 10 Grad. Und dann, wenn wir es hier mal sehen, können wir es hier irgendwie reinkriegen. Das Glas. Eigentlich müsste das jetzt hier angezeigt werden, ne? Aber wenn so vielleicht, ja genau. Dann sieht man, dass jetzt hier das Glas schon 250 Grad, 240. Also es kühlt sich relativ schnell in dieser ganzen Suppe wieder ab. Und am nächsten Morgen wird das dann eben abtransportiert und kann weiterverarbeitet werden. Ja, dann, was haben wir hier noch? Hier unten habe ich ein riesiges Ölreservoir, was ich angelegt habe, indem ich den ganzen Schnodder hier unten von meiner unteren Teil meiner Basis abtransportiert habe. Und da fällt mir jetzt gerade was ein. Ich habe bei diesem Spielstand hier ein bisschen gecheatet, ne? Aber ich habe das deswegen gemacht, weil das auch mein erster richtiger Durchlauf war und weil, wieso rechtfertige ich mir eigentlich? Das ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel, da kann es jedem ja egal sein, wie man spielt, aber tatsächlich, ich warne euch mal vorab, aber das hat keine so großen Auswirkungen, wie das jetzt vielleicht klingt, aber dieses ganze Konstrukt hier dient einfach nur dazu, dieses toxische, komische Gemisch aus Wasser, Abwasser und Öl hier zu filtern. Da habe ich so ein kompliziertes Filtersystem gemacht, sodass hier kommt das Abwasser hin, hier das Wasser und hier am Ende das Öl. Und das Öl benutze ich dann weiter, um hier in der Raffinerie das herzustellen. Die kann ich mal kurz zeigen. Da habe ich mir so ein bisschen mehr Gedanken dazu gemacht, wobei ich absolut davon überzeugt bin, dass man ein besseres Raffineriesystem machen kann. Problem ist aber hier eben, dass man noch dieses Rädchen hier drehen muss. Das ist leider nicht voll automatisierbar, aber also, der Duplikant kommt rein, geht durch diese Öltür, ja, hier kommt eben kein Gas raus. Dann
wechselt er hier auf den Raumanzug, damit er länger hier in dieser Atmosphäre arbeiten kann. Und deswegen, das hat deswegen eine Wasserstoffatmosphäre, damit das Ganze eben kühl bleibt, weil diese Maschinen produzieren eben eine Menge Hitze. Und jetzt hier bei 7 Grad überhitzen sie halt nicht. Ja, für ein bisschen Deko habe ich wieder ein paar Bilder aufgehangen. Und der ganze Witz ist jetzt eigentlich, dass bei den Maschinen, da wird ja Natural Gas produziert, also ich glaube Methangas übersetzt. Das sammelt sich hier unten an, wenn das Ganze einen Überdruck erreicht hat, also einen gewissen Druck hat, dann schmeißen die Pumpen das Ganze an und transportieren dieses Gas weiter. Das zeige ich euch gleich, wohin das geht. Ja, und das ist eigentlich der ganze Witz. Ansonsten wird eben hier das Öl über 2 Pumpen eingeführt, also damit eben richtig viel produziert werden kann, wenn ich mich dazu entschließe. Und dann wird das Ganze hier in dem Petroleumlager wieder ausgespuckt. So, dann haben wir hier einen total vollgestellten Gang voller Dekoartikel, Kältemacher und was weiß ich alles. Das ist alles jetzt nicht so wichtig. Aber hier haben wir noch so eine Teilautomatisierung. Das hier war mein erstes Projekt mit diesen Sweepern. Ich glaube, das funktioniert hier gar nicht so gut. Oder genauer gesagt, hängen die hier in der Luft? Also das sieht hier so ein bisschen buggy aus. Ich glaube, die hängen hier in der Luft. Und also, okay, das ist jetzt kein gutes Beispiel, wie es gehen sollte. Ich glaube, das kann man wesentlich besser machen. Aber hier war die Prinzipidee, dass man hier Edelmetalle herstellt. Edelmetalle, also dass man hier das Zeug raffiniert. Und das produziert eben eine gewisse Hitze. Also beispielsweise Gold ist noch relativ human. Das produziert nur 13,2 Kilojoule an Hitze. Wobei, wenn ich jetzt Stahl herstellen will, 117 Kilojoule. Das ist also schon eine Hausnummer. Und ich zeige euch gleich, wie ich den ganzen Spaß hier kühle. Aber zuerst einmal, das System basiert hier auch darauf, dass die Duplikanten hier reinkommen, diese Öltour haben, dann auch hier dieser Raum relativ gut gekühlt wird. Hier habe ich dazu mehr Weasewords gehabt, aber es geht noch nach oben weiter. So, und die bekommen ihr Gold, was ich jetzt produziere, über diesen Container. Und der hat jetzt eine Priorität von 4 und in diesem Container hier unten sollte eigentlich Gold sein, was dann nach oben transportiert wird, hierhin. Und so, dass sie dazu nur greifen müssen und die machen eigentlich nichts anderes den ganzen Tag, als da zu stehen, ne? Und la 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 dazu zu gucken. Aber trotzdem, sie müssen ja da stehen und jedenfalls, das ist das System und das Gold wird dann wieder abtransportiert nach unten, aber wie gesagt, das funktioniert nicht so wirklich gut. Das ist blockiert und müsste ich mal das Ganze fixen. Aber da ich im Moment überhaupt keinen Bedarf habe an Gold, funktioniert das eigentlich auch so. Aber jetzt zum eigentlichen Prinzip weiter. Hier wegen der Kühlung. Das ist ja immer das Problem, was die meisten haben bei dem ganzen Spaß. Hier habe ich ein massives Kühlungssystem gemacht mit so vielen Weasewords, wie ich auftreiben konnte. Und das System hier basiert darauf, dass die Weasewords, ja, die produzieren ja Kälte, kann man sagen, die habe ich so hingestellt, dass sie möglichst viel Wasserstoff kühlen. Ja, Wasserstoff ist ja der beste beste Temperaturüberträger, kann man sagen, mit 2,4. Hier Specific Heat Capacity und Thermal Conductivity. Ja, das ist kein anderes Gas kommt daran, deswegen ist das das Beste. Und der Wasserstoff ist also hier draußen kühl. Und dann habe ich eine möglichst große Kontaktfläche erschaffen mit diesen ganzen Metallteilen hier aus Tungsten. Was heißt eigentlich Tungsten übersetzt? Ja, ich mache mir da gar nicht mehr die Mühe zu gucken, aber das ist eben das Zeug, was man bekommt, wenn man Wolframit veredelt. Und das wiederum hat auch einen sehr guten Thermalkonduktivitätswert von 60. Und deswegen kann ich hier auch so viele hintereinander packen, weil die Wärme sehr gut übertragen. Also beispielsweise sieht man hier 13, ja, 14, 15. Also das wird relativ gut weitergegeben. Hier in der Mitte haben wir dann einmal so ein Bottich aus Crude Oil. Und auch das Ding hat ja sehr gute Temperaturwerte. Und die ganze Idee bei dem Spaß hier ist, dass man eine möglichst große Außenfläche hat. Deswegen dieser große Metallblock. Und dass das hier eben unten dann an das Öl weitergegeben wird. Also die Kühle, die Kälte, wobei das jetzt physikalisch natürlich nicht korrekt ist. Aber wenn das System dann eine gewisse Temperatur erreicht hat oder runtergekühlt wurde, hier in diesem Fall habe ich 20 mal eingestellt, dann sagt der Automatismus, können die Pumpen aktiv werden. Ja, im Moment sind sie das ja nicht.
dürfen nicht. Erst wahrscheinlich im nächsten Zyklus, dann fällt die Temperatur wieder unter 20. Aber das geht hier relativ schnell. Also ich glaube, das System kann 1 Grad abbauen pro Zyklus. Das geht also ziemlich zügig. Und nur wenn die Pumpen arbeiten, wird ja Kühlungsmittel hier hingeliefert. Das heißt, ohne Kühlungsmittel keine Produktion und ohne Produktion keine weitere Hitze. Also ist das mein System, mit der ich diese Überhitzung hier verhindere. Und dann wird eben nichts weiter produziert. Wenn ich jetzt... ich habe jetzt hier noch nicht weiter rumexperimentiert, ob es irgendwo eine beste Temperatur gibt, bei der man die meiste Produktion machen kann, aber mit 20 hier habe ich einen relativ guten Wert bekommen. Und ihr seht, das ist jetzt unter 19 gefallen, also hier für einen kurzen Moment, und entsprechend wird jetzt hier 20 Grad kühles Öl abtransportiert und in die Schmieden gepackt. Ja, dann das nächste, Kunststoffproduktion, das ist ja auch wieder so ein Hitzethema. Da habe ich mir gedacht, verbinde ich den ganzen Raum damit und pumpe von hier unten oder lasse den Wasserstoff von hier unten, ich hatte nämlich die Kammer hier unten zuerst, die lasse ich dann nach oben gleiten. Auch diese Kammer ist relativ kühl, hier habe ich dann ein paar Wiesmerds mehr aufgestellt, aber ich habe die dann später hier umverlagert. Und hier dieser Raum, der kann ja vollautomatisiert betrieben werden, weil die Dinger keine menschliche Zuarbeit brauchen. Und das schauen wir uns mal am besten so an, erstmal von der Energie her. Läuft das Ganze so, hier habe ich ein dickes, fettes Kabel, hier ist eine Menge Energie drauf, das geht hier rein und versorgt den ganzen Kram. Auch hier unten ist das alles eine dicke Leitung, ich zeige nachher, wo meine Energie herkommt, aber so viel dazu. Also das ist jetzt nicht besonders finessenreich hier, aber es funktioniert, ist nicht besonders schön, aber es funktioniert. Und hier läuft das eben so, dass das vorhin erwähnte Treibstofflager hat hier seine Leitung, zieht das Ganze hier an und verteilt das hier. Und hier habe ich das Ganze so gemacht, dass wenn eben kein Treibstoff da ist, dann kann auch kein Kunststoff produziert werden. Und das Ganze ist auch automatisiert über diesen kleinen Knopf. Also wenn ich den jetzt hier umschmeiße und gleich kommt ein Duplikant und entwirft das Ganze an, dann wird unten, Moment, stopp, Quatsch. Die Pumpe unten habe ich manuell deaktiviert, da habe ich mir noch nichts Schlaueres überlegt. Aber ich musste eben dafür sorgen, dass der Treibstoff hier aus den Leitungen rauskommt, weil diese Leitungen manchmal auch gerne unter 40, 50 Grad fallen, wenn man nicht länger produziert, und deswegen habe ich das Ganze auch angehalten. Aber hier ist das Ganze ganz einfach. Jetzt wird hier der Treibstoff angesaugt, ja, auf diese Teile verteilt, und die produzieren ja, das können wir uns mal eben hier anschauen, wo sind sie denn, die Polymerpresse, die produziert ja ein halbes Kilo an Kunststoff pro Sekunde und 8,3 Gramm Steam, also Wasserdampf pro Sekunde, und das ist eigentlich gar nichts. Und tatsächlich habe ich noch nicht einmal, während ich das ganze System habe, ich glaube, das ist jetzt schon 300 Zyklen alt, habe ich hier irgendwas an Wasser irgendwo abgeschöpft. Aber irgendwann, ja, einmal sozusagen pro Jahr oder so, dann reiße ich den Raum hier auf, dann geht aber die Putzkolonne durch und schmeiße diesen ganzen Kram raus, und hier sind irgendwie noch Treibstoffreste. Also das ist, man muss sich das so vorstellen, das ist kein besonders schönes System hier, aber es funktioniert hervorragend autonom. Jetzt kommt hier der Treibstoff an und ja, der Steam, der Wasserdampf, der fällt sozusagen jetzt eigentlich in der Theorie nach unten durch, aber weil das System so kalt geworden ist, wird das sofort zu Eis irgendwie. Aber in der Theorie sollte sich das alles hier halt ansammeln in diesem Bereich, so dass ich das später abtransportieren kann. Und was die Hitze angeht, man kann da teilweise jetzt auch zugucken, wie das System hier wärmer wird. Da muss man hier einmal auf die Polymerpresse gucken. Die hat jetzt 3,3 Grad, ja, 3,4. Also das wird relativ schnell warm, und deswegen habe ich auch hier diesen Automatismus als Schalter, dass ich das System vielleicht 2-3 Zyklen laufen lasse. Aber auch hier wieder ein automatisierter Abtransport von dem Plastik. Das mache ich hier über diese beiden Autosweeper. Einmal den hier und einmal den hier. Und wenn hier jetzt Plastik abgeworfen wird, hier zum Beispiel, ja, dann wird er hier angesaugt, wird auf dieses Ding hier raufgeladen und automatisch nach unten abtransportiert und von dem System hier auf diese Teile hier verteilt. Ja, nichts Besonderes, und schon ist der Kunststoff bereit. Ja, jetzt kommen wir weiter. 19 Minuten, ich muss schon Gas geben, ich merke, ich verplapper mich wieder. Energieproduktion von der heftigen Sorte. So, hier jetzt mein angekündigtes Cheaten. Und zwar habe ich mir gedacht, anstatt die Energieproduktion dezentral zu machen, mache ich jetzt mal was Zentrales. Und hier habe ich einen Geysir gefunden und habe noch drei weitere hingesetzt.
Und dieser Raum ist völlig überfüllt mit Natural Gas. Da habe ich auch irgendwann mal was manuell nachgefüllt, um das ganze System hier mal zu testen. Und das war wohl ein bisschen zu viel. Aber hier, das basiert einfach darauf, und deswegen ruckelt wahrscheinlich das ganze Spiel. Ja, das war ein bisschen viel des Guten, aber ich wollte sicherstellen, dass ich immer genug Methangas habe und habe deswegen diese, wahrscheinlich sind es auch an die 100 Gasreservoirs. Und der ganze Spaß endet eigentlich hier. Hier dieses, also diese Abzweigung hier ist jetzt eben das Besondere. Und zwar einmal das Natural Gas von diesen beiden Raffinerien geht hier oben hin und genau in diese Kante, in dieses T-Stück. Aber da wird ja eben nichts produziert, deswegen kommt das alles im Moment aus den Pumpen und aus diesen ganzen Gascontainern. Und das wird eben jetzt hier auf diese Generatoren verteilt. Da habe ich jetzt so viele untereinander gepackt, wie ich sie für normal fand. Und dieses System ist deswegen sehr effektiv oder effizient, kann man sagen. Man kann das jetzt von der Temperatur auch sehr gut abkoppeln, weil das Abwasser wird eben hier immer rausgeworfen, ja, das tröpfchenweise. Und man kann das alles übereinander stapeln, sodass sich das hier unten auch gut auffangen lässt. Und alle paar Zyklen lasse ich das dann manuell abschöpfen. Es gibt bestimmt noch schickere Methoden, aber das hier ist so eine Lösung, die kann man im Early- oder Mid-Game bauen und ins Endgame mitnehmen, weil ich zeige euch mal eben, ich habe hier längst nicht alle Generatoren genutzt und hier beispielsweise nutze ich im Moment 5, also 5 Ebenen kann man sagen, von jeweils 2 Generatoren. Und das ist so ein bisschen Overkill, weil die Leitung hier, kann ich euch nachher zeigen, die braucht eigentlich nicht so viel. Ich hatte vorhin 3, aber ich habe jetzt hier auf 5 aufgerüstet, wegen der Raketengeschichte, wegen der Space-Geschichte. Aber man kann eben jeweils eine Ebene dann hier verteilen auf gewisse Sachen und so den gesamten Energiebedarf decken. Warum ich jetzt hier gecheatet habe, ist einfach, weil ich jetzt nicht komplizierter werden wollte bei diesem Spielstand, was Energiegewinnung angeht, und ich diesen Komplex jetzt hier eigentlich als ausreichend empfand und mich auf andere Sachen im Spiel konzentrieren wollte. Ja, dann Ressourcen sammeln und das Ganze so sammeln, dass der Dekorwert nicht weiter beeinträchtigt wird, also dass ich die Basis schick halte, das war für mich wichtig. Dann kann ich kurz hier zeigen, Sleetweed-Produktion. Wieso stehen die jetzt hier eigentlich alle so blöd und gucken sich an? Ja, in dieser Kältekammer. Eigentlich soll diese Kammer möglichst kühl bleiben, und wenn diese warmen Duplikanten sich dort aufhalten, ist das nicht gerade hilfreich, aber okay. Hier wird Sleetweed produziert. Und offensichtlich mögen die kleinen, schnückeligen Duplis das so gerne, dass sie auch hier so gerne bleiben. Vielleicht, weil ich hier auch Bilder aufgehangen habe in dieser Farm. Das ist nicht weiter kompliziert. Also die Kälte sozusagen produziere ich hier. Also hier wird das Wasser auf, hier sollte es eigentlich auf unter 5 Grad abgekühlt werden. Aber wenn ich hier gucke, hier hat das Wasser inzwischen eine Temperatur von 9,1 Grad. Also hier muss ich wieder so ein paar Weasworts hinpacken. Aber mir sind die Dinger eben ausgegangen. Also die sind eben eine begrenzte Ressource. Und im Moment ist das kein Problem. Aber ich verlasse mich eben darauf, dass... Ja, hier, man sieht schon, Body Temperature ist das Problem. Also dass die Temperatur nicht über 5 Grad geht, weil sonst geht's halt nicht. Und da muss ich zusehen, weil mir gehen so lang... Ja, Starvation, das passt ja. Nein, aber tatsächlich, hier muss ich dann aufpassen, weil... Wenn mir hier die Nahrungsmittel ausgehen, das ist dann halt blöd bei 16 Duplikanten. Aber noch ist das soweit kein Problem. Muss ich halt schauen. Sauerstoff hatten wir schon. Dann hier das Teil hatten wir auch schon. Und ja, hier werden so die Pinscher Pepper Plants hergestellt. Oder in diesem Fall auch nicht. Also hier den Raum habe ich erstmal von der Nährstoffversorgung abgetrennt. Also diese Pflanzen brauchen ja eigentlich... das sind diese Pflanzen, falls ihr das jetzt... Hier diese Pinscher-Pepper-Dinger. Die brauchen ja Polluted Water, 35 Kilogramm. Also ist eine angenehme Methode, um hier dieses Zeug loszuwerden, wenn man davon zu viel hat. Und davon habe ich irgendwie viel mehr, als ich im Moment brauche. Und das ist so ein Raum, den habe ich dafür entworfen. Das ist auch wieder so isoliert. Und hier 3 Space Heater aufgestellt, ganz einfaches System, nahe des Ausgangs, wo es am kühlsten ist, gesagt, wenn die Temperatur unter 37 Grad fällt, dann aktivierst du die bitte, ja, dann werden die hier aktiviert, dann kriegen sie ihren Strom und dann ballern sie hier Hitze rein und so halten sie die Temperatur von mindestens 35 Grad, jetzt habe ich hier 37 eingestellt, damit die Pflanzen wachsen können. Ja, also
Entschuldigung, tut mir leid, das ist gerade aufgestoßen. Also so, das ist das System auch hier. Hier sieht man jetzt die Wasserversorgung, oder die theoretische Wasserversorgung. Da habe ich mir überlegt, das muss ich noch mal ein bisschen schöner machen irgendwann. Weil erstmal, ich habe diese drei Geysire auch wegen den gleichen Gründen vorhin nebeneinander gestellt. Aber hier habe ich mir überlegt, dass es vielleicht ganz sinnig wäre, diesen Komplex hier runter zu kühlen, wenn man hier solche Kühlrippen einbaut. Ja, halte ich das Spiel mal kurz dafür an. Also, ja, ungefähr so. Und ich zeige euch das mal eben. Also nur als Idee, falls ihr auch mal so ein Geysir habt und den kühlen wollt. Aber das hatte ich mir überlegt, dass man dann eben so eine Kühlrippen einbaut und hier eine Flüssigkeit durchjagt, die kühl ist. Und diese Flüssigkeit, also diese Kühlrippen, also diese Teile sollten vielleicht noch aus Metall sein. Das wäre vielleicht noch ganz sinnig, dann, also statt einfach nur hier dieses normale Ding, aber hier, wenn man sie aus Metall macht, dann haben sie eben einen besonders guten Wärmeleitwert und dass man dann eben zur Kühlung das Ganze ansetzt und dass man die Teile, also dass man den Geysir dann eben kühlt über so ein System wie hier bei meinem Öl, das habe ich mir überlegt, weil wenn hier das Gas kühl wird, dann wird es ja zu Wasser. Und letztendlich wird der ganze Apparat dadurch kühler und dann kann man das Wasser eben irgendwann dann abtransportieren. Das ist dann eine Sache, das dauert dann mindestens 100 Zyklen, bis das mal dann wirklich läuft. Also diese alten Lösungen, dass man da so ein System macht und dann hier mit, zum Beispiel mit dem, wie heißt der noch? Nee, der war unter Utilities, genau, über den Thermoregulator. Das funktioniert ja leider nicht mehr, das haben sie ja gefixt, aber das ist so eine Idee. Ja, hier wird der Slime zu Abwasser verwandelt. Eigentlich ist das Ganze schon optional, weil ich den Slime ja gar nicht mehr brauche für irgendwas, denn ich habe auch keine Tiere, die ich damit füttere. Und ich sehe gerade 26 Minuten, also geben wir jetzt langsam mal Gas oder genau gesagt, wir gehen jetzt mal ins eigentliche, in den eigentlichen Aufhänger, nämlich den Endgame-Content hier mit dem Space. So, und Achtung, das ist meine Rakete. Ja, das ist meine wunderbare Rakete, meine Raketenplattform und wir machen das Spiel mal wieder an. Und das Spiel hat ja jetzt tatsächlich einen ziemlichen Schwung genommen von Koloniemanagement hin zum explorativen Gameplay. Aber jetzt ist das hier ja die neue Star Map. Hier kann man so die Körper aufdecken, die man im Spiel hat, und dann kann man sie anfliegen. Das wiederum habe ich hier mit meinem Teleskop gemacht. Und so habe ich das Ganze übrigens geschützt vor Meteoriten. Also ich habe hier einen Space Scanner aufgestellt, automatisiertes Nichtsignal an dieser Stelle an die einzelnen Bunkertüren, die wiederum habe ich von der Energie her, deswegen habe ich vorhin dieses System angelegt, von der Energie her kriegen die ihre Energie jetzt nicht von Solarzellen, sondern hier unten von einem dicken Kabel, was hier unten tatsächlich von über dieses dicke Kabel hier geht und darüber gespeist wird. Und das System ist deswegen was Besonderes jetzt, weil es funktioniert. Ich hab im Netz noch schickere Lösungen gesehen, so dass auch hier dieses Regolith oder wie das Zeug hier heißt, zerstört wird und so weiter. Aber es funktionierte ganz gut. Ich habe hin und wieder meine Duplikanten hingeschickt, um hier eben aufzuräumen. Aber da man irgendwann im Spiel halt alle Körper erkundet hat, kann man das hier eigentlich abreißen. Ich habe es jetzt erstmal beibehalten, aber man braucht es erstmal nicht mehr, soweit ich weiß. Also ich habe keinen Grund gesehen, dass man es behält. Denn irgendwann muss man nur noch mit den Raketen losfliegen und da ist ja der Tech-Baum so, dass man mit einer Steam-Engine anfängt und dass man dort erstmal Wasserdampf einführt. Und ich glaube, jeder von uns hat, wenn er diesen Punkt erreicht hat, irgendeine Idee, wie er aus Wasser Wasserdampf machen kann. Also hier hatte ich so eine Kammer, da habe ich das Ganze erzeugt. Da hatte ich diverse Sachen drin. Also ich hatte hier so eine Maschine hatte ich da drin, die produziert ja massive 4000 kDTUs an Hitze. Oder man kann es auch ein bisschen kleiner machen mit dem Space Heater und das über längeren Zeitraum. Aber das ist so eine Art gewesen, wo man die erste Rakete dann bauen kann und damit ins All fliegen kann. Dann zwei Research-Module da drauf und schon ist der Spaß fertig. Jetzt als nächstes folgt hier das nächste System mit dem Festtreibstoffraketen, ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil man dafür Refined Iron benutzen muss und Oxylite. Ja, also das eine ist leicht oder relativ leicht. Refined Iron findet man ja hier von den überall in den Asteroiden. Das ist ja genau das hier, ne? Also das Eisen hier.
Und Oxylight ist ein bisschen komplizierter. Das wollte ich jetzt eigentlich in diesem Spielstand vorstellen, aber ihr seht schon, man verquatscht sich sehr schnell. Also die meisten Gameplays von Oxygen Not Included sind so lang. Da gibt es ja diese Oxylight-Raffinerie und ich kann euch mal kurz zeigen, wie ich es jetzt machen würde. Also da habe ich mir kurz was überlegt. Also eine Idee wäre jetzt, das machen wir vielleicht mal hier im freien Raum, dass man hier das Ding hat. Jetzt ist ja die große Frage, ist das manuell oder ist das automatisiert betrieben? Also falls es automatisiert betrieben wird, dann würde ich es vielleicht so machen, dass ich hier, mal eben nachdenken, dass ich hier eine Kammer mache. Wir halten das Ganze mal eben am besten an. Und hier, im Moment, das Ganze auf so einem Podest stelle. Hier ist dann die Tür. Ja, hier ist dann vielleicht eine Leiter, dann hier wieder dieses System mit der Tür oder mit dem Zugang, dass man hier jetzt so eine Flüssigkeit einführt oder einfüllt, die hier den Zugang dicht macht, also dass man da, dass hier keine Gase entweichen. So, und dann kann man, das mache ich nochmal ein bisschen schicker, und dann kann man hier vielleicht, muss man eben schauen, was produziert das Teil denn? Das hat doch bestimmt wieder irgendwelche netten Abfallprodukte. Also es produziert hier Oxylight. Ja, das wollen wir ja haben. Und ansonsten war es das. Okay. Und es hat noch so... Und es braucht Sauerstoff. Ja, okay, dann ist das eigentlich viel einfacher, als ich dachte. Ich bin schon davon ausgegangen, dass das sehr viel komplizierter ist. Dann kann man das auch ganz einfach machen. Dann kann man diesen Raum hier am besten unter Wasser setzen vielleicht. Also hier, das ist dann hier das Teil. Ja, dann hier vielleicht noch so... Falls das manuell betrieben wird, weiß ich jetzt leider nicht, habe ich nie benutzt. Und dann macht man hier noch so einen Storage-Container. So. Und dann vielleicht noch einen Autosweeper. So. Und wenn dieser Autosweeper dann hier irgendwelches Oxylight findet, was hier produziert wurde, dann packt er das direkt hier in den Container rein. Und den ganzen Raum füllt man einfach hier mit Wasser. Weil wenn Oxylight unter Wasser ist, dann wird das eben nicht zu Sauerstoff, sondern bleibt eben in diesem festen Zustand. Und das war's, ne? Und wenn ich mal gucke, hier, wir brauchen hier nur Gold. Und was braucht man noch für die Produktion? Ich glaube, Sauerstoff. Ja, dann brauchen wir noch einen Sauerstoffzugang, aber davon gibt es ja auch massig. Also würde ich dann hier beispielsweise das hier nutzen. Also hier das Teleskop beispielsweise hat ja noch einen eigenen Sauerstoffzugang gehabt. Aber dann könnte man das hier, dann könnte man direkt hier oben an der, sozusagen an der Kruste des Asteroiden sein Oxylight produzieren und das in der Nähe der, der Rakete lassen und schon wäre die Geschichte fertig. Also das wäre jetzt so ein Ansatz, wie ich ihn vielleicht machen würde, wie das Ganze dann geht. Und das nehme ich dann jetzt vielleicht in Angriff, weil, mal sehen, ob ich das noch bis 1000 Zyklen hier diesen Spielstand weiter fortsetze. Ja, ansonsten 32 Minuten rum. Das war's eigentlich so im Großen und Ganzen. Ihr habt gesehen, das ein oder andere System, wie man hier seine Basis managen kann. Das Wichtigste ist wegen der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung. Also das mit der Sauerstoffversorgung war tatsächlich das allererste, was ich gemacht habe. Und dieser ganze Aufbau hier, den habe ich deswegen nochmal gemacht, damit dieser Raum hier einigermaßen kühl bleibt, weil diese ganze Maschinerie hier, die wird natürlich sehr schnell sehr warm. Und ansonsten dreht sich hier eigentlich alles um Befarmung oder die Farmwirtschaft. Und das mache ich eben jetzt hier über dieses Sleetweed. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man hier diese Bristle... Wo ist das denn? Diese Blossom Seeds und dann hat man diese Bristle Berries. Die kann ich zur Not auch nochmal aufbauen, falls das Ganze von den Kalorien hier knapp wird. Aber das habe ich sozusagen jetzt schon hinter mir gelassen. Ja, das wäre es eigentlich so zum, was man so später im Spiel erwarten kann und wie man die Duplikanten auch fröhlich halten kann. Also ihr seht, hier habt bei den meisten so eine Moral von über 30 oder sogar 40. Und die braucht man dann auch, damit die Jungs ihre fortgeschrittenen Aufgaben machen können. Ja, ich denke, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt und ich kann sie noch so aus dem Kopf heraus beantworten, dann mache ich das gerne. Ansonsten, das war Oxygen Not Included, Teile vom Endgame. Und mein Name ist Jeremiah Rose und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Hey Brian, check it out. Meg's poking around the cargo hold. I'm gonna give her a little scare.